Hallo und willkommen zu Teil 3. Es geht jetzt zunächst einmal um ein paar Basics. Illustrator ist ein professionelles Programm für Illustratoren, deswegen heißt es ja auch so. Es gibt unglaublich viele Werkzeuge, die Sie überhaupt nicht brauchen. Die klassischen Kurzbefehle oder, klassischen aus Photoshop funktionieren hier auch. Also das Vergrößern mit Command-Leertaste, dass Sie da reinzoomen können. Das mit der Alt-Taste zusätzlich, dass Sie dann wieder rauskommen. Apfel 0 oder Steuerung 0, um das Ganze Fensterfüllen zu sehen. Mit der gedrückten Leertaste können Sie navigieren. Also das ist zunächst mal bekannt oder sollte bekannt sein, dass es genauso funktioniert. Jetzt gibt es ein paar wichtige Dinge. Wie gesagt, die Ebenenpalette, die Farbpalette, die Linienartenpalette. Wir werden jetzt zunächst mal so ein paar ganz einfache Dinge anschauen, was zum Beispiel in Ihrer Zeichnung hier los ist. Erstens einmal freuen Sie sich natürlich unglaublich, wie hübsch die Darstellung auf dem Monitor ist. Viel, viel schöner als im CAD-Programm. Das ist natürlich nur eine Randerscheinung, allerdings therapeutisch betrachtet doch vielleicht ganz nett. Also Sie können jetzt hier mal draufklicken auf so eine Farbfläche. In der Farbpalette sehen Sie dann, die Fläche hat eine Farbe, die Kontur hat keine Farbe. Es gibt also keine Kontur, das ist auch richtig so. Dafür gibt es ja die Linien. Sie können jetzt die Farben hier natürlich ändern. Es ist eine CMYK-Datei. Falls es nicht so ist, können Sie auch hier unter Datei oder File den Document Color Mode auf CMYK stellen. Das sollten Sie auch. Sie machen hier schließlich ein Drucklayout. Okay, jetzt aber zurück zum Thema. Ich kann jetzt hier also die Farben verändern. Übrigens mit gedrückter Shift-Taste geht das auch so, dass Sie die Farbe in ihrer Helligkeit verändern. Und zwar dann so, dass die Farben, also alle Teilfarben sich entsprechend verändern. Falls Sie das interessiert, Sie können natürlich auch spontan hier reinklicken und da irgendwas machen. Sie haben wahrscheinlich schon eine eigene Idee, welche Farben Sie haben wollen. Deswegen können Sie dann hier entsprechend die Farben ändern. Wie gesagt, im CAD-Programm mussten Sie ja nicht richtig sein. Wenn Sie auf eine Linie klicken, wiederum, dann sehen Sie, dass also die Linie schwarz ist. Das müsste nicht so sein. Es kann ja auch sein, dass Sie Linien aus dem CAD-Programm haben, die nicht schwarz sind. Dann könnten Sie das jetzt alles umfärben. Man kann dann hier reinklicken. Wichtiger ist vielleicht die Strichstärke. Die ist jetzt hier bei 0,369 Punkt. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass die Linien alle gleich dick sind, dann machen Sie Folgendes. Sie gehen jetzt zum Menü Selektion, Auswahl. Und da können Sie sagen, dass Sie Ähnliches auswählen wollen. Zum Beispiel die Fill and Stroke, also die Kontur- und Flächenfüllung. Jetzt wählt Illustrator alle Elemente aus, die einen schwarzen Rand haben, aber keine Füllung. Das wären also insofern alle Linien. Sie können jetzt hier auch entsprechend die Linienstärke verändern, einheitlich auf 0,25 Punkt. Ja, das wäre so eine erste Sache. Falls Sie Strichlinien haben oder etwas anders geartete Linien, Sie können auch Strichlinien editieren. Sie können also zum Beispiel sagen, dass Sie hier eine gestrichelte Linie haben wollen und können mehrere Linien und Lochlängen angeben. Das kann man also sehr hübsch editieren. Dass Linien abgerundet sein können an den Ecken, das ist jetzt vielleicht eher zweitrangig. Jedenfalls hier haben Sie ein bisschen Kontrolle über Ihre Zeichnung. Das war Teil 3. Gleich geht es weiter mit einem Spiegelbild in den Fenstern.